Haben wir alles reingehauen, zweimal zurückgekommen. Mit ein bisschen Glück können wir das Ding hier auch gewinnen. Aber im Großen und Ganzen, denke ich, geht das Unentschieden in Ordnung und wir nehmen den Punkt gerne mit. Und nächste Woche wollen wir dann zu Hause nachlegen. Ich glaube, Wiesbaden kriegt auf links den Ball. Der Linksverteidiger trippelt nach innen, spielt dann, glaube ich, einen Steckpass vorne rein. Und ja, ich glaube, einer von links kommt dann bei mir. Ich habe ihn gar nicht richtig im Blick und kreuzt einfach meinen Weg. Und ich konnte gar nicht mehr wegziehen oder irgendwie das Foul verhindern. Er kreuzt mich gut und ja, fällt dann halt hin. Ich habe dann auch im Nachhinein gedacht, so, es war schon recht eng mit der Linie, auch ob Elfmeter oder Freistoß. Rote Karte, habe ich kurz dran gedacht, habe den Schiri kurz gehört, wie er mit seinem Assistenten, glaube ich, geredet hat, ob er rot geben will. Aber ja, ich dachte eigentlich, gelb reicht und war dann auch froh, dass es dann kein Rot war. Es war eine super Flanke von Manni und ich probiere ihn aufs Tor zu köpfen, wird abgefälscht und fällt dann rein. Glück gehört auch dazu und ich freue mich trotzdem, dass er reingegangen ist.